bin ich wieder. Wie ihr seht, bin ich K.O. und ja, ich sehe auch so aus. Ist aber normal, da ich heute umgezogen bin und ich werde hier zum ersten Mal, wir werden heute die erste Nacht hier verbringen. Bin total gespannt. Die Tiere waren erstmal so ein bisschen schockiert, wo bin ich hier gelandet, aber mittlerweile gewöhnen sie sich schon dran. Ich habe heute eigentlich fast nichts gemacht, da wir ein Umzugsunternehmen beauftragt haben. Sie waren in der alten Wohnung, haben die ganzen Sachen eingeräumt, haben das hierhergebracht und haben das teilweise eingeräumt. Nee, eingeräumt haben sie aber nicht so. Die haben das einfach so stehen lassen. Halt Sofa haben sie schön schick wieder hingestellt und das Bett und die Möbeln. Wie ihr wisst, haben wir ja zwei Etagen angemietet. Noch werden wir oben leben und werden wir erstmal nicht benutzen, weil das zu kalt ist und die obere Etage reicht eigentlich auch aus. Die untere haben wir ja eigentlich hauptsächlich fürs Garten angemietet und für das Büro von meinem Mann. Wir hatten natürlich Unterstützung von Nuria und den Tieren geht's auch gut. Wir haben heute, beziehungsweise hat mein Mann heute Strom angemeldet und wollte noch Heizung anmelden, aber das dauert wohl einige Tage, bis sie kommen, da morgen und übermorgen ein Feiertag ist in der Türkei, die Vereinigung des Staates, ne? Achso, nur morgen, aber übermorgen haben sie auch frei, meinten die. 2,5 Tage, meinten die zu mir. Auf jeden Fall, Nuri ist auch da. Wir sitzen gerade. Deswegen ist es uns kalt und ich sitze schon mit meiner Jacke, mit einer Lederjacke. Hinter mir ist ein Stromheizung und für unser Feeling. Das Kamin ist an. Ich spüre aber erstmal noch nichts davon. Bisschen ausgepackt haben wir und ein bisschen eingeräumt, sauber gemacht. Wir hatten Hilfe von Nuriel. Ja, Daisy. Daisy liebt es hier. Ja, guckst du? Sie liebt es hier, weil sie auch einen großen Garten hat und sie kann sich austoben. Heute war auch ein Freund von ihr da. Von der Reddick, den kennt ihr ja. Aber ich war den ganzen Tag bei meiner Freundin, hab Kaffee getrunken und Kuchen getrunken. Aber am Abend, also gegen Abend, bin ich dann hergekommen. Ach so, Kuchen gegessen, Entschuldigung. Mann, ich bin erschöpft deswegen. Auf jeden Fall bin ich gegen Abend wieder zurückgekommen nach Hause und habe ein bisschen sauber gemacht, ausgepackt und jetzt sitzen wir hier rum, ganz erschöpft. Die Wohnung sieht trotzdem aus wie im Schweinestall und da ich vorher in einer Wohnung gelebt habe, was ein bisschen kleiner war und was alles schon drin war, mit einer offenen Küche, sieht die Wohnung hier extrem leer aus. Wirklich. Voll traurig eigentlich. Vor 4 Monaten bin ich eingezogen und nach 4 Monaten muss ich wieder diesen Stress durchmachen. Macht das nicht. Sucht euch eine Wohnung aus, wo ihr wirklich von Anfang an denkt, das ist es.
Und fragt euren Nachbarn nochmal, wie die Wohnung da ist, ob die Probleme haben. Erforscht erstmal und danach bitte einziehen. ein Esstisch fehlt hier definitiv. Und Dekoration auch. Vorher war ja unsere Dekoration unsere Aussicht. Jetzt brauche ich mehr Deko. Bisschen Pflanzen, dies und das. Dann, guck mal, wer hier ist. Na, du Mann? Du Mann? Ja. ja, ein bisschen Deko. Teppiche vor allem. In der alten Wohnung habe ich das ja gar nicht gebraucht. Na, der du Mann? Ja. Was mich aber aufgeregt hat, die Farbe der Wände. Ich wollte das genauso haben wie im alten Haus, Wohnung. Aber guck mal, das ist richtig so blaustichig und voll hell. Und ich mag das nicht, so wie im Krankenhaus. Ich stehe ja mehr auf dunkle Töne. Und die Maler haben die Wände gemalt wie sonst was. Katastrophe. An deren Stelle würde ich für die Maler nicht mal einen Cent geben. Wirklich. So schlimm. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber ich bitte euch. So schlimm. Hier zum Beispiel. Total unebene. Wirklich. Voll armselig. Dann, wenn ihr die Wände hier in der Farbe anmalt, dann bitte auch hier, ne? Aber nein, daran können sie nicht denken. Oder hier, also das ist richtig schlimm. Die Türen waren wirklich voll mit Farbe. Ja, und das hat mich total aufgeregt. Oder, oh, das muss ich auch zeigen. Hier. Ich meine, was ist das? Ich habe mich richtig aufgeregt. Ich habe das aber erst im Nachhinein gesehen. Deswegen konnte ich nichts machen. Oder hier. Ich meine, das klebt man doch ab erstmal, oder nicht? Und malt nicht einfach drüber. Was? Ja. Du Mann. Ja. Du kleiner Zwerg. Was möchtest du? Hm? Wo ist Sunna? Wo ist deine Frau? Wo ist deine Frau, du Mann? Hä? Wo ist deine Frau? Noch kann ich euch ja leider nichts zeigen, da ich auch nichts habe. Da ich erstmal noch nichts habe, lohnt es sich, keine Roomtour zu machen. Aber wenn ich mal ein bisschen mehr die Wohnung fülle, zeige ich euch ein bisschen mehr was. Ja, dann war es das für heute. Hab euch lieb. Und ich gehe schlafen. Gute Nacht. Bye, bye. 'Deki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze,
uykusuz aşık, sana da günaydın. Terdeki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın. Terdeki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın. Sarılıp hayallerine uç hadi uç.